Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Ja, es hat sich gar nicht so viel getan, wie ich eigentlich gedacht habe. Ich habe mich mal ein wenig umgeguckt und werden jetzt gleich näher ins Detail gehen, denn ich hatte ja in der letzten Folge erwähnt, dass wir vielleicht ein wenig die Schmiedekunst verbessern. Ja, wir haben die Schmiedekunst verbessert. Ja, wir haben wirklich einiges gecraftet. Wir haben die gecrafteten Sachen so gut wie es geht verzaubert und diese auch an den Händler gebracht. Hat uns das jetzt irgendetwas Großartiges gebracht? Naja, gucken wir mal. Wir haben Stufe 32 erreicht. Das heißt, da sind natürlich ein paar Punkte mit draufgegangen. Wir haben natürlich die Veränderung ein wenig hochgeskillt, ganz unbewusst ehrlich gesagt, denn es hat lange, lange Zeit gedauert, dass wir nämlich mit unserem besonderen magischen Zauberspruch, nämlich die Umwandlung, wir unser ganzes, komplettes Eisenerz, nämlich in Silbererz und somit dann in Golderz umgewandelt haben. Die Kiste ist ziemlich leer, was unser Erz angeht. Aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, natürlich in den Fähigkeiten ordentlich aufzusteigen. Die Verzauberung ist auf 75, ist natürlich ein dickes Ding. Und wiederum haben wir auch die Schmiedekunst auf 74 und habe dort selbstverständlich ein paar neue Perks mitgenommen durch die Stufenaufstiege. Wir sind in der Lage, eine Zwergenrüstung herzustellen, sowie die Waffen, und können diese doppelt effektiv machen. Einzige Problem ist, die Zwergenrüstung ist gar nicht mehr so stark. Verstärkte Schwere war eigentlich die große Hoffnung, dass wir unseren Begleitern oder uns selbst vielleicht eine wirklich starke, schwere Rüstung herstellen können. Leider auch hier fehl am Platz. Die orkische Rüstung ist gar nicht so stark, wie wir uns gleich angucken werden. Das heißt, obwohl wir so weit gelevelt sind in der Schmiedekunst, haben wir nichts anderes gemacht, außer uns neue Waffen gecraftet und wiederum unsere alte Rüstung vom Aussehen her verbessert. Die Rüstung ist jetzt legendär. Es ist dieselbe Rüstung, womit wir die ganze Zeit spielen, die mir vom Aussehen her am meisten gefällt, ja, von den Söhnen von Himmelsrand. Auch wenn wir manchmal schief angesprochen werden, finde ich diese Rüstung ultimativ cool. Und wir sind sogar im Gold aktuell, weil ich natürlich noch ein paar Materialien geholt habe, um noch ein bisschen weiter zu skillen in der Schmiedekunst, auf demselben Stand. Tja, also im Großen und Ganzen viel getan für aktuell nichts. Naja, so ganz nichts ist es ja nicht. Wir haben dadurch jetzt einen höheren Rüstungswert. Unser Rüstungswert ist jetzt bei 262. Das ist, finde ich persönlich, schon immens. Ne? Vor allen Dingen unser leichtes Schild. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen besser geworden. Und selbstverständlich haben wir an der Stelle Lydias Rüstung natürlich verbessert. Kommen wir zu den neuen Waffen. Die neuen Waffen, die wir natürlich dabei haben, sind Vulkanglassachen. Ne? Sie dürfen nicht fehlen, sie sind sehr stark und gerade unser Vulkanglasbogen, den wir bereits verbessert haben auf Legendär, natürlich mit der passenden Verzauberung, finde ich persönlich, macht immens viel Schaden. Das Schöne, was Vulkanglas angeht, wir haben uns direkt dazu ein paar Vulkanglaspfeile gecraftet und natürlich auch mal die ganzen Zwergenbachen in Zwergenpfeile umgewandelt. Fand ich ganz cool. Da wir so und so viele Stahlbarren hatten, dachte ich mir, okay, machen wir doch mal, werden wir ein paar Nordsachen herstellen. Hat so gut wie es geht auch funktioniert, aber nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt hatte. Denn die nordischen Sachen, wie ich euch jetzt gleich eben natürlich mal zeigen werde, hallo Lydia, darf ich mal eben kurz vorbei, hatten nämlich die Problematik, dass wir doch zu wenig Materialien dabei haben, wie ihr gleich sehen werdet. Wenn wir einmal auf Rüstung gehen, hatte ich nämlich vorgehabt, der Lydia diese gravierte, schwere Nordrüstung zu bauen. Die haben wir zwar gebaut, aber aufgrund des Materials, was wir ja benötigen für dieses ganze gravierte Nordset, können wir leider aufgrund unserer mangelnden Ressourcen leider diese nicht verbessern.
Das heißt, sie könnte ansatzweise so stark werden wie die Rüstung, die Lydia gerade trägt, aber sie ist es noch nicht. Und das heißt, wir müssen erst mehr Materialien kaufen. Wie ihr seht, wir haben ganz, ganz viele Goldringe gecraftet. Ja, und die habe ich auch aufgehoben, weil diese Goldringe darf man auch verzaubern. Und natürlich haben wir aufgrund dessen, weil wir ja auch so viele Seelensplitter auch hatten und diese ja auch gefangen haben, die ganzen Seelen, natürlich auch mir natürlich den Vorteil daraus verschafft, dass wir diese Goldringe verzaubern und wir wiederum damit Waffen und Rüstungen ein paar Prozente besser machen können. Im Großen und Ganzen wusstet ihr ja schon nach wie vor, wie es geht. Ich habe mich jetzt ein paar Stündchen, muss ich ehrlich zugeben, mich mit dem Game beschäftigt und habe die wichtigsten Sachen natürlich aufgehoben. Selbst die Schatten, Handschuhe und Co. habe ich mit aufgehoben und jetzt haben wir noch hier diese schöne Nordklamotte mit drinnen. Aber im Großen und Ganzen hat sich nichts verändert. Ne, wir haben noch ein paar Eisenbarren, wir haben Ebenerzbarren, Korundumbarren, wir haben noch genug Fälle dabei, ein paar Urikalkumbarren, ja, Stahlbarren sind dabei, aber keine Quecksilberbarren mehr. Und das ist die Problematik, wenn es dann um die Nordrüstung geht. Wir brauchen Quecksilberbarren. Müssen wir noch ein bisschen warten. An der Alchemie habe ich nicht rumgefuchtelt. Ne? Da haben wir noch alle Ressourcen. Und die Lydia, die trägt natürlich auch die verbesserte Rüstung und sie trägt auch so ein Nordeinhandschwert, wie wir es tragen. Sollte also gut funktionieren. So, wir werden, nur eben kurz zur Erklärung, eben kurz noch einmal an die Schmiede gehen, damit ich euch zeigen kann, was wir denn alles Schönes dazugelernt haben. Denn die Besonderheit ist ja, es ist ja immer eine Frage des Geschmacks. Und ich finde diese Vulkanglasrüstung, die ja mit dazu gekommen ist, da bin ich ganz ehrlich, die fand ich jetzt nicht so toll. Adrian. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. Ja, ich müsste mal eben kurz an die Schmiede, meine Gute. Darf ich eben? Kennt ihr meinen Vater? So. Er ist der Vogt oben in der Drachenfeste. Wenn wir uns nämlich jetzt mal angucken, was wir herstellen können. So ist die Vulkanglasrüstung aktuell das Stärkste, was wir herstellen können. Es ist natürlich eine sehr, sehr coole Rüstung, genauso wie die Lederrüstung des Herumtreibers, wo wir auch die Ressourcen theoretisch je nachdem hätten. Wir haben verschiedene Varianten dieser Vulkanglasrüstung, via Mod oder via ohne Mod. Und genauso die Bosma-Rüstung und viele andere Rüstungen, die da natürlich letztendlich hinten ranrücken. Die einzige Problematik, wie ich hier dran finde, dass der Style gefällt mir leider einfach nicht. Ich habe natürlich jetzt mehrere Spielstände in dem Sinne erstellt und habe mal geguckt, wenn ich sie mir wirklich schmieden sollte, wie sie dann aussehen. Es passt aber nicht so zu unserem nordischen Style. Ne? Ich meine, jeder spielt das Spiel so, wie er es gerne spielen möchte und wir spielen weiter mit unserer fetzigen Banditenrüstung. Deswegen habe ich sie nur verbessert und wir haben uns aktuell erstmal nichts anderes hergestellt. Vielleicht kommt irgendwann in Zukunft ja noch die ein oder andere Rüstung, die mir wirklich sehr gut gefällt. Das Bollwerk des Oberhaupts sah natürlich auch sehr, sehr cool aus. Vielleicht wäre das je nachdem noch ein Upgrade, aber dafür brauchen wir erstmal wieder viele, viele Quecksilberbarren, bis wir damit dann weiterspielen können. Und ja, mehr hat sich ja nichts getan. Wie ihr seht, wir haben hier Vulkanglaspfeile, dafür brauchen wir auch mal den veredelten Malachit und dann noch ein bisschen Feuerholz. Die Zwergenpfeile hatten wir, einige zwergische Metallbarren und natürlich dann einmal zu den Waffen, sie dürfen nicht fehlen. Der Vulkanglasbogen gefolgt vom Nordbogen. Na, so sieht es aus in der Reihenfolge und natürlich sind die Vulkanglaswaffen aktuell die stärksten, die es wohl gibt im Game. Ja, also noch fleißig sammeln. Na, damit ihr Bescheid wisst. Gut. Also, wir sind damit stehen geblieben, dass wir ja... lass mich nicht lügen. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr etwas sucht. Drinnen gibt es noch mehr. Ich weiß. Danke, Adrian. Wir sind ja dabei stehen geblieben, dass wir ja jetzt zurück zu Aiela laufen müssen. Wenn es ja erstmal um unseren Questlog geht, richtig? Genau. Nee, wir müssen zurück zu Kotlak. Wer sagt es denn? Ha! Wir haben nämlich die ganzen netten Köpfe noch dabei und ich muss mal eben gucken. Im Inventar,
Ja, sieht gut aus, ne? Wir haben jetzt keinen Müll dabei oder so. Nur noch ein paar Seelensteine. Die Bücher habe ich rausgehauen. Ja, die Tränke, wie ihr seht, habe ich ein bisschen aufgeräumt. Ich habe die Mana-Tränke nicht verkauft. Die habe ich auch mal in die Kiste gelegt. Und ja, werden uns jetzt mit Kotlak unterhalten. Ja, so ist es. So, oh. Lange geschnackt, ne? Aber ich wollte euch auf dem Laufenden halten. Aber irgendwann gibt es bestimmt tolle Sachen. Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Haben wir auch gehört. Papierjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Haben wir auch gehört, haben wir auch gehört. Oha, was ist denn hier los? Ihr beschäftigt euch wohl gern mit Alchemie. Tja, ich habe das alles nie so richtig verstanden. Die silberne Hand liegt hier rum. Wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten, so eine gute Tat des Tages tun. Sie haben dann doch noch den Mut aufgebracht, Jovaska anzugreifen. Die meisten haben die erledigt, aber ein paar konnten fliehen. Oh nein. Die beiden. Denn kein Problem mehr da. Aela, die silberne Hand, warum? Haben wir zu viele getötet, Aela? Die beiden stellen kein Problem mehr dar. Okay. Oha, da kommt die silberne Hand wirklich nach Jovraske? Ja, ein starker Stück. Wo wart ihr? Wie, wo wart ihr? Ich habe Kotlaks Befehl ausgeführt. Ich hoffe, es ging um etwas Wichtiges. Denn das heißt, ihr wart nicht hier, um ihn zu schützen. Die silberne Hand. Sie haben endlich ihren Mut zusammengenommen und Jorvaskr angegriffen. Ja. Wir konnten sie abwehren. Aber. Der Alte. Kotlak. Er ist tot. Oh, scheiße, nee. Oh, nö. Kam sonst noch jemand zu Schaden? Nein. Aber sie haben sich mit all unseren Wutratfragmenten aus dem Staub gemacht. Doch ihr und ich, wir werden sie uns zurückholen. Mhm. Wir werden den Kampf in ihr Hauptlager tragen. Niemand wird übrig bleiben, um ihre Geschichten zu erzählen. Nur die Lieder von Jorvaskr werden erklingen. Wir werden Kotlak rächen. Und sie werden ein Ende mit Schrecken erleben. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Ja. Okay. Eine gerechte Rache. Jetzt haben wir da so viel geschmiedet und jetzt geht Lydia erstmal nach Haus. Oh nee, bitte. Kotlak. Oh mein Gott. Ach, Kotlak. Das tut mir ehrlich gesagt jetzt, da tut mir am meisten weh. Das ist, die Person ist beschäftigt, ein paar Leute sind verwundet. Boah, diese silberne Hand, ne? Was geht die mir auf den Wecker? Ja, wir dürfen Kotlak noch nicht mal untersuchen, ne? Er trägt die Wolfsrüstung. Und unten sind auch keine mehr. Ist das richtig? Ich meine, Vilkas ist jetzt bei uns an der Seite. Den hatten wir auch noch nicht dabei. Hallo Tilma, geht's dir auch gut? Ist hier ruhig oder was ist jetzt los hier? Oder sind hier jetzt noch ein paar? Nee, sieht gut aus, ne? Okay, alles ruhig. Ja, Vilkas. Schwere Rüstung mit einem zweihändigen Schwert. So viel steht fest. Ein ordentlicher Haut-drauf-Kerl, hm? Mit vielen Muskeln. Natürlich mit Köpfchen, das ist ganz wichtig, ne? Der ist nicht wie Farkas. Aber das tut mir so leid. Warum sterben denn alle? Was will die silberne Hand? Das ist Krieg. Das ist doch Krieg, sind wir ganz ehrlich. Lasst sie bluten. Lasst keinen am Leben. Nee. Lasst keinen am Leben. Ja, natürlich werden wir keinen am Leben lassen. Boah, wo müssen wir denn hin?
Hier oben ins Refugium. Bringe die Fragmente von Wutrat in deinem Besitz. Dafür müssten wir zur Festung Düsterhammer. Also es ist natürlich ein sehr, sehr weiter Weg. Ne? Normalerweise würde ich ja sagen, komm, wir laufen den jetzt wieder eben kurz. Aber nee. Wir werden direkt zur Festung Düsterhammer reisen. Oh, ich meine, dafür haben wir ja die Schnellreise, ne? Obwohl die Welt da draußen ja so schön ist, ne? Obwohl die Welt da draußen so schön ist. Oh, nee. Habt ihr ihn gesehen? Ich habe ihn gesehen. Gleich seht ihr ihn, sobald er Feuer spuckt. Wie, du trägst jetzt einen Helm? Das habe ich ja gar nicht gesehen, Wilkas. Wollen wir mal hoffen, dass der Drache weiterfliegt? Es sind ja natürlich auch wieder ein paar Tipps und Tricks reingegangen, worüber ich auch ganz froh bin. Ah, der ist Feuer und Flamme. Irgendwas rüstet der da. So haben ja viele gesagt, wir dürfen in der Magie ruhig hier den Feueratem und so lernen. Wir haben hier unten auf der rechten Seite die Drachenseelen. Jedes Mal, wenn wir einen Drachen besiegen, kriegen wir seine Seele. Und damit dürfen wir dann diese Sprüche natürlich lernen. Ah, ich habe es mir schon vorher schon gedacht, aber... Jemand muss mir helfen! Wie, was, warum? Ist doch alles okay, Wilkas. Ist doch alles okay. Wir schleichen doch nur ein wenig dran vorbei. Und noch viele andere Kleinigkeiten. Deswegen Dankeschön. Ihr dürft es auch gerne an der Stelle natürlich in die normalen Kommentare reinschreiben. Ihr müsst mich dafür nicht immer persönlich anschreiben in der Hinsicht, ne? So. Ja, die silberne Hand. Die silberne Hand. Wir haben jetzt Gior verloren. Und genauso schlimm, wir haben Kotlak verloren. Das ist halt... Das ist schon gemein, ne? Das ist gemein, dass Skyrim so eine Geschichte erzählt. Und dabei waren wir so viele Stunden schon unterwegs. Gerade für die Gefährten. Und Kotlak wollte eigentlich... Der wollte ja, wenn er dann drauf geht... Er wollte ja zu seinen Nordvorfahren, ne? Oh, das ist aber günstig. Nehmen wir die Eisenerzader natürlich mit. Und er wollte nicht in die Jagdgründe, wo Hyrcine natürlich seine Werwölfe ruft, ne? Das wollte er nicht. Und jetzt können wir ihm noch nicht mal mehr helfen, obwohl wir die Köpfe dabei haben. Das ist halt traurig. Wie kommen wir denn da rum? Müssen wir einfach über die Berge oder so? Ja, ne? Da hinten sehe ich einen Weg. Das sieht gut aus. Querfeldein ist immer eine Möglichkeit. Ich denke mal, der Drache kommt nicht mehr. Und ich glaube, das ist es schon. Wir sind angekommen und ich werde natürlich nach wie vor unterbrochen, was immer sehr, sehr schade ist, gerade in so einer schönen Session. So, ist das eine ganze Festung? Oder was erwartet uns da? Da oben sitzt sogar einer drauf. Sehe ich das richtig? Ist das einer der silbernen Hand? Ja, in der Tat. Kritischer Schlag gegen die silberne Hand. Sehr gut. Na, komm her. Das ist also das Hauptquartier. Ja, was ist los, Wilkas? Wilkas, dein Helm ist gewöhnungsbedürftig. Du hast mir ohne besser gefallen. Schattenstollen Refugium.
Tja, die gute silberne Hand. Der Körper der Werwölfe kennen wir bereits. Können wir ja dennoch mitnehmen. Vulkanglasfeile? Ja, selbstverständlich. Und das ist alles, was wir haben. Zwei Wachen außen. Dafür, dass wir jetzt kommen und die silberne Hand komplett auseinandernehmen. Ich meine, wir haben ja wirklich mit der Aiela schon einige geköpft, ne? So böse dürfen wir natürlich jetzt auch nicht sein. Vielleicht gibt es auch gar nicht mehr so viele von ihnen. Immer wieder die schönen Sachen, ne? Wir hüpfen natürlich jetzt gleich sofort rein. Ich will mich nur ein wenig umgucken. Versteht sich. Aber ich glaube, so viel gibt es hier gar nicht zu holen, ne? Ich glaube, wir müssen sogar einfach sofort rein. Haben wir hier noch was Schönes auf dem Wegelchen? Nee. Aber Schneebären haben wir. Achso, da liegst du. Bist runtergepurzelt. Ja, Mensch. Schade, ne? Oh, so viele Schneebären hier. Schade. Wirklich schade um Kotlak. Das ist... Ich mochte Kotlak. Ich mochte Kotlak wirklich, wirklich gerne. Wir sammeln die Schneebären eben auf. Und dann geht es hinein. Ins Refugium. Und wir werden keinen am Leben lassen. Keinen einzigen. Sag mal, wie viele Schneebären gibt es denn hier? Keinen einzigen werden wir am Leben lassen. Und ich glaube, so und so Wilkas, der ist stinksauer. Der ist richtig sauer. Der wird auch keinen am Leben lassen. Deswegen, bis zum nächsten Mal.